Das heißt, das Ziel dieser 100 Tage war, dass die Bäume sich anschleichen. Und zum weitesten Teil sind sie ja unbemerkt auch geblieben und lauern jetzt hier. Wir werden dann sehen, wie das am letzten Tag der Dokumente aussieht. Und das ist jetzt im Laufe der Dokumente halt, bricht diese Struktur immer mehr auf und löst sich auf und wird immer wilder. Das ist so ein bisschen das Besondere. Also auch wieder ein Kunstwerk wie von die Zypressen, das sich im Lauf der 100 Tage so ein bisschen bewegt. Dass in der Zeitung irgendeine Nachricht ist, die ihn bewegt, und dann kristallisiert er aus dieser Nachricht eine Emotion raus. Und diese strengen geometrischen Figuren, dass das Emotionen sind, das ist für mich schwierig greifbar. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn wir eine Gruppe wären, die sich darauf geeinigt hätte, so zu agieren, dann wäre doch der Wunsch, den ich an jemanden herantrage, oder die Idee eine andere. Also ich glaube, das ist so dieses, was hat man für eine Vereinbarung getroffen?